Heute ist der 29. Oktober 2016. Ich schaue ja bei YouTube immer regelmäßig Idioten an, also Reichsbürger, Rechtspopulisten. Und da fiel mir in der letzten Zeit halt auf, das ist vielleicht so seit ungefähr 1 bis 1,5, 2 Jahren so Mode, dass dann Leute vor allem gegenüber der Merkel, Gauck, Heiko Maas, was weiß ich, immer solche Floskeln verwenden wie Nürnberg 2.0. Das regt mich wahnsinnig auf. Ich meine, die genannten politischen Personen sind zwar allesamt inkompetent und dumm, aber was haben die denn mit den Nürnberger Prozessen zu tun? Was? Das sind doch keine Nazis. Ja, die sind auf ihre Weise einfach nur politisch inkompetent, haben jetzt aber nichts mit den Nürnberger Prozessen zu tun. Warum denn also Nürnberg 2.0? Was ich noch schlimmer finde, einfach vom Begriff, also immer wenn ich das lese oder höre, oh, da kriege ich oh, Schüttelgefühle. Bilderberger. Was zur Hölle soll das sein? Bilderberger. Das ist für mich ein absoluter Unbegriff. Ähnlich wie Nürnberg 2.0, klingt aber noch schlimmer. In der Regel verwenden das Reichsdeutsche, ja, beziehungsweise Rechtsextremisten, beziehungsweise ist das ja ein und dasselbe, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Verstehe ich nicht. Also finde ich eine absolute Unsitte. Aber ja, das ist, wie gesagt, das kommt von Reichsdeutschen und die sind definitiv unheilbar gestört. Da gibt es keine Heilung. Wie ich schon mal gesagt habe, die Aussteigerquote ist da vielleicht bei 0,0. Ich bin mal ausgestiegen, aber sonst.